Wir sind das Romo Jam Session Art Kollektiv, uns gibt es schon seit 2013. Wir sind in Zürich zu Hause, Künstlerkollektiv, Performance-Kollektiv. Und Mustafa ist heute hier. Wir sind sehr verschieden groß, manchmal zu zweit, manchmal zu 50. Und treten auf, auch mit Public Performances und verschiedenen Formen von meditativen oder Lecture-Performances, solche Sachen. Und heute gibt es so eine Mischung, eine Art Lecture-Performance-Meditation, wo ich euch bitten werde, teilzunehmen, und zwar aufzustehen und im Raum euch zu verteilen. Es gibt so ein bisschen Bewegung und Zuhören. Man kann sich auch gegenseitig unterstützen, wenn man, zum Teil gibt es Übungen, die so ein bisschen vielleicht Gleichgewicht ausprobieren kann. Und da kann man sich unterstützen, wenn man möchte, gegenseitig. Sonst gibt es bestimmte Art Anweisungen, wie eine Art Guided Meditation. So, könnt ihr euch im Raum ein bisschen verteilen, gemütlich. Und ich werde einerseits euch ein bisschen Anweisungen zur Entspannung geben und die Geschichte der Roma in der Schweiz gleichzeitig erzählen. Und zwar aus einer Perspektive, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Gut, also sucht einen Raum, wo ihr euch wohlfühlt. Atmet ein paar Mal tief ein. Steht ruhig und aufrecht und entspannt. Eure Beine sind etwa hüftbreit auseinander, eure Füße stehen parallel und das Gewicht ist gleichmäßig auf beide Füße verteilt. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr die Augen schließen und zuhören. Das Wort Roma bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die vor 600 Jahren aus Indien über Armenien Griechenland nach Europa kam. Bis heute sprechen die Roma ihre eigene Sprache, Romanes, in vielen Dialekten. Es sind Sinti, Lovara, Arli, Kalderash, Kale, Gurbeti, Ursari und viele mehr. Die Roma leben in Gemeinschaften und man findet sie überall auf der Welt. Allein in der Schweiz sind es etwa 80.000 Menschen. Jetzt könnt ihr die Augen wieder öffnen. Entspannt weiter euren Körper. Wir beginnen mit den Füßen. Lockert die Gelenke, kreisen mit dem rechten Fuß, ist dann gesagt. Ein bisschen hin, rechts, nach rechts und links. Dann kreisen mit dem linken Fuß. Konzentrieren, merken, wo da noch irgendetwas krampft. Die Brust, den oberen Rücken loslassen, die Schultern hängen lassen. Ihr könnt die Schultern jetzt nach vorne rollen und dann nach hinten. Und sie bis zu den Ohren hochziehen, ganz, ganz hoch und sie dann wieder fallen lassen. Lasst auch die Arme locker hängen an den Seiten und zieht jetzt einen langen Hals und das Kinn ein bisschen nach hinten. So sieht das dann aus. Vielleicht spürt ihr so langsam ein Kribbeln oder ein bisschen Wärme in all diesen Bereichen. Es geht jetzt weiter mit der Geschichte. Laut der Berner Chronik kamen die ersten Roma-Gruppen 1418 in die Schweiz. Die Menschen waren schön gekleidet und führten Gold mit sich. Sie wollten ihr Handwerk und ihren Handel anbieten, bekamen aber keinen dauerhaften Zutritt zur Stadt.
Sie lagerten mit ihren Pferden außerhalb der Stadtmauern. Atme tief ein und wieder aus. Lasst jeden Atem bewusst los, das heißt einatmen, halten und ausatmen durch den Mund. Alles loslassen, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Heute und früher, Geschichten, die wir nicht mehr brauchen, Gegenstände, Situationen, alles ausatmen. Die Geschichte geht weiter. Bald, nachdem die ersten Roma in der Schweiz angekommen waren, wurde ein Einreiseverbot gegen sie verhängt. Sie wurden immer wieder an den offiziellen Büchern erwähnt. Jahrhundertelang wurden sie verfolgt, vertrieben, gebrandmarkt oder gegeißelt und bei erneuter Einreise sogar hingerichtet. Wir stellen uns jetzt wieder hüftbreit hin, Füße parallel, falten die Hände, drehen sie mit den Handflächen nach außen und heben sie über den Kopf, strecken die Arme über den Kopf genauso. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den ganzen Körper zur Decke strecken, euch auf die Zehenspitzen stellen und ziehen, 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 bis ihr merkt, dass ganz viel Länge in euren Körper kommt. Dann kommt ihr wieder zurück auf den ganzen Fuß und hört weiter zu. Im Zuge der Bildung von Nationalstaaten in Europa wurde 1848 die Schweizerische Eidgenossenschaft gegründet. In den folgenden 40 Jahren genossen die Menschen eine Politik der Freizügigkeit. Roma durften legal in die Schweiz einreisen. Von den Kantonen wurden sie jedoch in der Praxis oft interniert und deportiert. So, jetzt brauchen wir lockere Knie. Das Becken ist auch locker. Die Arme ruhen locker an den Seiten und wir verlagern das Gewicht vom linken Fuß auf den rechten Fuß und von diesem Fuß wieder auf den linken und hin und her und lassen die Arme die Bewegung mitschwingen. So, ihr könnt auch sehr viel Platz brauchen, so viel Platz wie ihr braucht. Das heißt, lasst die Arme richtig schön mitpendeln, es ist wie ein Pendel. Richtig locker von der Schulter her. Nicht führen, sondern hängen lassen, schwingen lassen, um das Zentrum. Das macht ihr jetzt eine Zeit lang, während ich weitererzähle. Während der Politik der Freizügigkeit im 19. Jahrhundert kamen die Roma-Gruppen in die Schweiz und sie kamen weiterhin, nachdem die Grenzen wieder geschlossen worden waren. Allerdings mussten sie ihre Kultur und ihre Sprache oft im Verborgenen leben. So ist vieles verloren gegangen oder eben nur bruchstückhaft überliefert worden. Über Generationen hinweg wurde den Roma die Identität abgesprochen und sie assimilierten sich die Schweizer Gesellschaft. Jetzt machen wir wieder eine ganz ruhige Position. Wir zentrieren uns. Dann gehen wir mit dem rechten Fuß einen Schritt vorwärts. Wir sind sehr locker in den Knien. Das Gewicht ruht auf dem rechten Bein und der Oberkörper ist gerade, also so versucht so gerade wie möglich, da merkt ihr hinten so ein bisschen eine Spannung im Kreuz. Und dann hebt ihr die Arme über den Kopf zur Decke, streckt sie und schaut ein bisschen nach oben. Wenn das Maximum erreicht ist, geht ihr zurück mit dem rechten Bein und auch mit den Armen
und mach die gleiche Bewegung, den gleichen Ablauf mit dem linken Bein. Vorne das Gewicht aufs linke Bein, Oberkörper aufrecht. Strecken bis zum Maximum und dann wieder zurückgehen. Wieder zurückgehen. Während des Zweiten Weltkriegs war die Schweizer Grenze gesperrt für alle Personen, die als Zigeuner bezeichnet wurden. Das deutsche Wort Zigeuner ist ein Fremdwort, das als Sammelbegriff für Roma, Sinti und Manusch und Jenische verwendet wurde und noch wird, fälschlicherweise. Aus heutiger Sicht ist das Wort Zigeuner ein No-Go, denn unter dieser Bezeichnung nahm man die Rassenpolitik des deutschen Nationalsozialismus Menschen ins Visier. Einatmen, nicht vergessen, ausatmen. Steht ihr aufrecht und entspannt und stellt die Füße wieder leicht auseinander. Die Knie sind gebeugt, der Oberkörper ist gestreckt und ihr legt die Hände auf Augenhöhe zusammen, so wie ihr einen schrägen Schirm halten würdet. Und so ein bisschen streckt das uns euch und das sieht dann so aus, ich zeige es euch. Solange es einfach geht, nichts überstürzen oder forcieren. Bis in die 1990er Jahre führte das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ein Zigeunerregister, in dem die Daten aller in der Schweiz verhafteten Roma, Sinti und Jenischen erfasst wurden. Diese Daten wurden international ausgetauscht. Sie dienten auch dem nationalsozialistischen Regime für seine Verfolgung. Ja, die könnt wieder in die normale Position entspannen. Euch in eine leichte Gretschstellung stellen. Dann vom Kreuz her nach vorne euch hängen lassen. Und den Kopf hängen lassen, ja, richtig so ein Klappmesser. In diese Richtung und nach Möglichkeit die Hände auf den Boden legen, wenn es geht, oder einfach den Boden berühren. Dann sanft beginnen die Schultern und Arme zu lockern, zu schütteln. Tief, tief durchatmen, nie vergessen zu atmen, tief ein und ausatmen. Dann langsam Wirbel für Wirbel wieder hochkommen. Nehmt euch die Zeit zu spüren, wie die Wirbelsäule sich aufbaut. Ganz, ganz langsam Schritt, Wirbel für Wirbel, Wirbel für Wirbel. Und wenn ihr wieder in der aufrechten Position steht, könnt ihr euch schütteln wie ein Hund, von Kopf bis Fuß, wie ein nasser Hund. Einfach alles wegschütteln, was besser sein könnte. Genau. Und wieder ruhig werden. Parallel zu anderen Bürgerrechtsbewegungen in den 1960er Jahren begannen sich auch die Roma zu organisieren. Eine wichtige Rolle im Kampf um die Rechte und Anerkennung der Roma spielte der Berner Arzt Jan Sibula. Er war Vizepräsident der Internationalen Roma-Union, die am 8. April 1978 während des Zweiten Welt-Roma-Kongresses in Genf gegründet wurde. Jetzt fangen wir an herumzuspazieren in diesem Raum. Wir versuchen, unseren Rhythmus zu finden, vermeiden, andere Menschen zu berühren, atmen ruhig, entspannt. Wir schauen uns um, orientieren uns, kommen langsam, langsam zur Ruhe wieder und bleiben dann, wenn wir den Ort gefunden haben, der uns gefällt, bleiben wir stehen,
und schauen, wer neben uns steht und ob wir diese Person kennen oder gerne kennen würden. Wir schauen uns um. 1998 ratifizierte die Schweiz das Übereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Europäischen Rates. Anstelle von ethnischen Bezeichnungen wurde der Sammelbegriff Fahrende eingeführt, auf Englisch Traveller. Seither sind Fahrende als nationale Minderheit anerkannt. Dieser Begriff beruht auf dem Lebensstil als Kategorie. Er spiegelt nicht die ganze Realität der Roma wider, denn viele sind seit Generationen in der Schweiz sesshaft. Im Jahr 2015 wurden Vertreterinnen aller Gruppen, die unter dem Begriff Fahrende gefasst werden, im Bundesamt für Kultur in Bern eingeladen, um sich mit dem Bundesrat auszutauschen. Das Roma Jam Session Art Kollektiv war Teil dieser Treffen. Eine Arbeitsgruppe befasste sich mit der erschütternden gesellschaftlichen Diskriminierung der Roma, Sinti und Jenischen und deren Situation zu verbessern. Die Idee war, das Gesetz zu ändern und eine passendere Bezeichnung zu finden. Ihr wisst jetzt, wo ihr steht. Geht auf eine Person zu, die in eurer Nähe steht. Haltet einen angenehmen Abstand und wendet euch einander zu. Ihr könnt die Begegnung auf mehrere Personen ausdehnen, vielleicht einen Kreis bilden. Geht näher aufeinander zu. Ist gut und angenehm, könnt ihr die Augen schließen und diese Nähe, diesen Körper, diese Wärme vielleicht ein bisschen erfühlen. Und wenn ihr beide oder ihr alle in einer Gruppe das okay findet, könnt ihr euch auch berühren. Mit dem neuen Begriff Fahrende die Roma-Frage zu einer kulturellen Angelegenheit. Auch dass das Fahrenden-Dossier vom eidgenössischen Polizei- und Justizdepartement ins Bundesamt für Kultur verschoben wurde, ist ein Zeichen dafür. Damit eröffneten sich eine Reihe von Möglichkeiten der Selbstdarstellung. Es entstanden neue Genealogien und historische Narrative. Die Behandlung als Kulturangelegenheit erlaubte einen kreativen neuen Zugang zur Geschichte. Gelebte historische Prozesse und Initiativen konnten durch die Verlagerung in die Kultur von innen heraus entwickelt und getragen werden. Unser Kollektiv konnte seine Projekte und aktivistischen Performances in Museen und unabhängigen Kunsträumen sowie auf politischen Plattformen zeigen. Kunst und Politik vermischen sich. Wir möchten das kollektive Imaginäre der zeitgenössischen Gesellschaft zukünftig durch performative Sprache und Texte berühren und verändern. Wir engagieren uns in einem Prozess kultureller Artikulation und Initiativen wie der Einforderung gleicher Rechte für kulturelle und politische Partizipation. Ihr könnt wieder die Augen öffnen und euch ein bisschen Raum schaffen, alle, jeder für sich. Nochmals die Augen schließen und ganz tief ein- und ausatmen, alle zusammen.
diese Atemgeräusche aufmerksam verfolgen. Von allem in diesem Raum. Wir sind ein sozialer Körper. Wir sind ein kultureller Körper. Wir sind ein politischer Körper. Wir sind ein einziger atmender Organismus in diesem Raum heute. Wir sind eine Natur, Kultur, Skulptur. Öffnen wir die Augen. Die Geschichte der Roma ist vielstimmig. Sie war, weil sie war, das sagen unsere Geschichtenerzählerinnen. Es werden noch viele weitere Geschichten kommen. Sind wir bereit, ihnen zuzuhören? Wir setzen nun den rechten Fuß einen Schritt nach vorn. Wir sind in Gerätstellung. Strecken den linken Arm nach unten so. Und den rechten nach unten. Und schauen nach vorne. Die beiden Handflächen zeigen dabei nach unten. Wir schauen entschlossen zum Horizont. We create our world. The future is ours. Roma.